Heute im Sommerhaus, Tim Toupet zieht freiwillig aus. Wir beide haben die Entscheidung getroffen, das Sommerhaus freiwillig zu verlassen. Was ist los bei euch? Ja, wir sind jetzt weg. Außerdem liegen die Nerven bei Vanessa richtig blank und Serkan und Maurice freuen sich darüber. Und jetzt kommen wir nicht mit, ja, wir können die rauskicken. Ach, hör mir doch auf. Oh, guck mal, die Stimme. Oh, Mäuschen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sommerhaus, die zweite in dieser Woche, und wir sind mitten auf der Zielgeraden. Ich bedanke mich schon mal bei euch für all den ganzen Support in dieser Sommerhaus-Staffel. Es lief wirklich richtig, richtig gut. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr die letzten Videos auch noch unterstützt. Also vielen lieben Dank für alle Kommentare, für alle Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert mich auch sehr gerne. Ansonsten habe ich für euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt die komplette Folge bei RTL Plus. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein in die Folge, denn die startet im Grunde direkt am nächsten Morgen, denn in der letzten Folge gab es ja bei der Nominierung diesen großen Streit, weil Alex sich eventuell im Ton vergriffen haben soll. Sag mir, wie ich mich das nächste Mal verhalten soll, dann verhalte ich mich so, dass ich dich nicht enttäusche. Das weißt du, glaube ich, inzwischen. Aber... Ich brauch dir keinen Plan geben, weil du dich sowieso nicht dran hältst. Und das ist auch eine Art von Enttäuschung, die ich verspüre. Komplette Katastrophe macht man so nicht. Ich habe mich übrigens gefreut, dass viele von euch mir zugestimmt haben, dass ihr auch findet, dass der Alex gar nicht so was Schlimmes getan hat. Und auch wenn die Vanessa jetzt in der Situation immer noch ein bisschen sauer auf Alex ist, man muss allerdings auch ein bisschen Verständnis für Vanessa haben, weil sie ist in der Situation ja live dabei. Und ihr wisst das sicherlich auch, wenn man irgendwo mit involviert ist, dann kann man das eventuell auch nicht ganz so gut reflektieren oder man bekommt das dann manchmal auch ein bisschen anders mit, als wenn man von draußen drauf guckt. Vanessa hat sich auf jeden Fall über Social Media auch ein bisschen entschuldigt und hat das eingesehen. Dementsprechend ist da ja erstmal alles in Ordnung. Anders ist das bei Pia, denn die kann wirklich gar nicht mehr. Die ist auch langsam am Ende. Ich bin so ein richtiges Wrack gerade. Das nimmt einen alles so mit. Ich weiß, Schatz. Schatz, wir können auch gehen. Das ist okay. Ich überlege halt die ganze Zeit, klar, es sind 50.000 Euro, aber also sowas irgendwie über sich ergehen zu lassen für Geld, finde ich halt irgendwie schwierig. Wir haben also das erste Pärchen, das tatsächlich ernsthaft darüber redet, ob sie vielleicht freiwillig gehen sollen. Und ich dachte mir schon, das wird doch jetzt nicht wirklich passieren. Da hat das einfach ein anderes Pärchen mal direkt übernommen. Sag du mal, was du denkst. Mein Bauchgefühl sagt mir seit heute Morgen eigentlich, nee, das ist kein Bock mehr. A, glaube ich gar nicht, dass wir das packen würden. Definitiv, glaube ich nicht. Und 50.000 Euro, was im Endeffekt hängen bleibt, so viel ist das auch nicht. Als ich das gehört habe, sage ich euch ganz ehrlich, musste ich einmal kurz schlucken, weil ich glaube, für ganz, ganz viele Menschen sind 50.000 Euro wirklich unfassbar viel. Auf der anderen Seite hat man natürlich keine Garantie, dass man das wirklich gewinnt. Und bei Tim Toupet war auch nicht mehr ganz so viel Motivation vorhanden. Ich habe keine Kraft und keine Motivation und keine Freude mehr. Ich kann mir dieses Gerede nicht mehr von Ehre und das und das. An der Stelle kann ich Tim Toupet auch richtig gut verstehen, gerade was dieses ganze Gelaber von Maurice angeht. Das ist einfach unfassbar nervig. Und dementsprechend haben die dann auch einfach entschieden und haben es wirklich durchgezogen. Wir beide haben die Entscheidung getroffen, das Sommerhaus freiwillig zu verlassen. Was ist los bei euch? Ja, wir sind jetzt weg. Und damit war das dann wirklich auch getan. Also Tim Toupet und Carina sind wirklich ausgezogen. Dementsprechend haben wir jetzt ein Pärchen weniger. Wer dafür natürlich überhaupt gar kein Verständnis hatte, das ist der Maurice, weil, ja, ihr wisst ja, ne? Der will das auf jeden Fall zu 100%. Ich kann es nicht verstehen. Wir sind auf der Zielgeraden. Ich glaube, andere Pärchen, die hier das Haus verlassen mussten, die wären gerne noch hier. Die reden sich da irgendwie raus. Ja, das ist immer das gleiche Spiel. Und obwohl er vor zwei Folgen noch eine Brandrede gehalten hat, wie wichtig Tim Toupet für ihn ist,
so egal ist er ihm plötzlich auch, weil man kann seine Meinung ja auch einfach ändern. Reisen soll man nicht aufhalten. Ja, genau. Und ganz Reisen einfach, wer das hier nicht schätzt, hier zu sein, ja, der hat auch nicht schuld. Hier zu sein, genau. Der hat auch nicht das Privileg, hier zu sein. Ja. Ciao. Und damit haben wir dann also das Pärchen Tim Toupet verloren. Ist jetzt kein riesiger Verlust, auch wenn er ein bisschen lustig war in den letzten Folgen. In den ersten Folgen fand ich ihn ja wirklich absolut unsympathisch. Aber dieser Auszug hatte natürlich auch etwas zur Folge. Liebe Stars, durch den freiwilligen Auszug von Tim und Carina gibt es heute keine Exit-Challenge. Jawohl. Ja. Wir dürfen nur hierbleiben, wir besser geht's gar nicht. Ja. Scheiße, ne? Stattdessen könnt ihr euch in einem Spiel beweisen und euch vor der nächsten Nominierung schützen. An der Stelle war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil ich wirklich wollte, dass Maurice rausfliegt. Und ich finde es wirklich nicht gut, obwohl er ja die meisten Stimmen hatte, dass er jetzt nicht in eine Exit-Challenge muss und dass er jetzt auch nicht rausfliegt. Also das fand ich auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend. Es wurde dann auch angekündigt, dass es ein neues Spiel gibt, wo man sich wieder für die nächste Nominierung sichern kann. Und in diesem Spiel gab es dann zwei Gruppen, die jeweils immer zum Spiel gehen mussten. Und in der einen Gruppe war Alex mit Maurice und Serkan. Und gerade Maurice und Serkan haben sich da sehr drüber gefreut. Ihre Blicke, ne, die waren ja einfach so geil. Ich liebe es. Eigentlich muss ich mir das in Zeitlupe, ja, die Blicke nochmal alle so. Dir, also. Maurice, der hatte so Arschflattern, der hatte so Schiss vor der Exit. Und jetzt gibt es keine Exit. Ja, ja. Auf einmal hat er eine große Fresse. Scheiße, ne? Boah, hat er dir eine Fresse gezogen, ist das geil. Es ist wirklich unfassbar. Am Anfang fand ich Maurice ja noch einigermaßen unterhaltsam und cool. Und er hat sich einfach so unfassbar ins Ausmanövriert. Er ist so unerträglich, unsympathisch und schrecklich. Und der Serkan hat sich, wie gesagt, auch gefreut. Scheiße gelaufen, Alex. Ha, ha. Willst du gleich sehen, wenn du verlierst? Ja, werden wir sehen gleich. Richtig. Also ich habe ja mein persönliches Problem mit ihm. Maurice hat sein persönliches Problem mit ihm. Ich glaube, wir sind beide einer Meinung, dass wir nicht wollen, dass er sich selbst, sondern einer von uns. Ja, ihr merkt schon, der Alex, der wird weiter und weiter wirklich immer weiter angegriffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Mitgefühl ist wirklich extrem bei Alex mittlerweile. Weil der hält sich zurück, der probiert irgendwie sich zu bessern. Er hat auch wirklich angefangen daran zu arbeiten, seine Freundin nicht mehr ganz so schlecht zu behandeln wie noch am Anfang. Und trotzdem wird er weiter und weiter bombardiert. Aber gucken wir uns jetzt mal das Spiel an. Erstmal mit der ersten Gruppe. Bei diesem Spiel müsst ihr mehrere Steine zwischen euren Händen stapeln. Fallen eure Steine runter, müsst ihr von vorne beginnen. Das Paar, welches es von allen Paaren am schnellsten schafft, alle seine Steine 30 Sekunden zu halten, gewinnt und schützt sich vor der nächsten Nominierung. Viel Erfolg. Und ihr könnt euch vorstellen, das war natürlich alles ein Hin und Her. Es ist die ganze Zeit immer wieder passiert, dass diese Blöcke dann in den Händen runtergefallen sind, dass man neu bauen musste. Aber ein Team hat es dann tatsächlich geschafft, irgendwann das Ding zu finishen. Wir kriegen das hin. Ja! Das Problem ist natürlich, dass aus der zweiten Gruppe ja auch noch ein Gewinner hervorgeht und nur der Schnellste, der kann sich dann wirklich am Ende auch sichern. Also müssen Pia und Zico trotzdem noch ein bisschen zittern. Bevor dann aber die anderen Teams zum Spiel gehen, hat sich dann Justina auch noch mit ihrem Mann gestritten. Mir zieht das ein Stück weit runter, dass wenn ich zu dir komme und motiviert bin und du machst so, oh, und dann machst du so die ganze Zeit und sitzt da 10 Minuten wirklich am Stück so. Das ist ja nicht böse gemeint. Ja, was zieht mich runter? Ja, aber ich kann ja nicht fake einfach so lachen. Und nur damit ihr das versteht, die Justina wollte Aufmerksamkeit von ihrem Freund und der Arben, der wollte einfach mal ein bisschen seine Ruhe haben und weil Justina das einfach nicht akzeptieren konnte, ist sie dann die ganze Zeit hingegangen und dann haben die sich wirklich die ganze Zeit gestritten. Es war auf jeden Fall ein bisschen nervig. Ich glaube, das ist genauso, wie es jetzt gerade ist. That's made to fill my heart. Wie bin aber ich kann mit dir gar kein Gespräch mehr aber führen. Wenn ich guck dir das da jetzt mal an. Aber ich versuche mit dir das normal zu klären. Du sagst mir einmal, okay, Schatz, vielleicht war es ein bisschen scheiße von mir. Tut mir leid. Ich brauche doch einfach nur, dass ich mich konzentriere, bitte.
Alter, dann mach das doch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das natürlich ein bisschen verstehen, wenn man Aufmerksamkeit möchte vom Partner. Auf der anderen Seite wäre es ja auch einfach mal ganz cool von Justina, wenn sie vielleicht einfach Rücksicht nimmt und ihrem Partner mal die Zeit gibt. Aber gut, das ist natürlich eine Sache, das müssen die beiden mit sich selber aushandeln. Ich bin da, ich sitze ruhig, ich sag nichts. Oh, jetzt auf rumzuschreien, ich kann den Stimmen nicht mehr, lass mich in Ruhe. Ich schreie doch nicht rum. Lass mich einfach in Ruhe. Ganz ehrlich. Den anderen Partner Zeit für sich lassen. Ja, aber kannst du den ganzen Tag im Bett liegen? Ich kann das. Ja, dann mach's. Man muss ehrlicherweise gestehen, das war ein ziemlich unnötiger Streit, aber wahrscheinlich liegen auch einfach mittlerweile die Nerven ordentlich blank. Genauso wie das auch bei Vanessa und Alex der Fall ist, weil die, wie gesagt, im Dauerbeschuss sind. Die lachen sich jetzt den Ast ab. Die falschen 50er, geil, Mann. Ich schwöre bei Gott, die wurden richtig gebumst heute, Alter. Boah, jetzt ist auch die Stimmung bei den beiden so richtig am Tiefpunkt, ne? Das ist einfach so eine Genugtuung, ne? Und ich kann dem Maurice wirklich einfach gar nichts mehr gönnen, weil er so ein unfassbar unsympathischer Mensch geworden ist. Es ist wirklich absurd, wie sehr ich ihn nicht mehr mag. Also das hat sich wirklich extrem gewandelt. Das Problem ist nur, dass Vanessa ein bisschen die Kräfte ausgehen. Ich möchte hier nicht mehr sein. Tut mir leid, aber ich pack das nicht mehr. Und das ist natürlich ein Problem, weil ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen, der Alex, der will natürlich alles, aber nicht freiwillig aufgeben. Und jetzt kommen wir nicht mit, ja, wir können die rauskicken. Ach, hör mir doch auf. Oh, guck mal, die Stimme muss ich. Oh, Mäuschen. Mäuschen. Es ist wirklich unerträglich, Maurice und Serkan zusammen zu sehen, wie sie sich daran ergötzen, dass es jemandem schlecht geht. Ich meine, gut, die kämpfen halt gegeneinander, aber ich weiß nicht, irgendwie gibt es ja auch Grenzen und manchmal ist mir das schon ein bisschen zu viel. Auch wenn Alex natürlich probiert, Vanessa irgendwie aufzubauen. Du weißt, was die dann sagen werden, ne? Ist mir egal, es geht hier gerade um mich. Ich weiß, was sie über dich und über mich sagen werden. Was denn? Feiglinge, Schwächlinge. Wieso kannst du das nicht mit dir vereinbaren, wenn dann Frau nicht stimmt, ja, okay. Ich kämpfen will? Ich möchte manchmal kämpfen. Ich habe nichts mehr, worum ich kämpfen möchte. Und ich sage euch ganz ehrlich, man kann das natürlich verstehen. Das Ganze, ja, die ganze Situation ist unfassbar stressig. Gerade für Vanessa, weil sie ja auch immer so ein bisschen hantieren muss zwischen Alex und den anderen und immer auch ein bisschen zwischen den Stühlen steht. Da ist der Druck auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ich möchte nicht in sowas sein. Das ist löscht der Abgrund, wo ich hier bin. Alle hopp, hopp, hopp. Alle hopp, hopp, hopp. Hätte ich niemals mitmischen sollen. Mensch, ich passe da überhaupt nicht rein. Nicht meine Karten. Aber, und auch das kann ich euch natürlich schon mal sagen, die beiden werden nicht freiwillig gehen. Also zumindest nicht in dieser Folge. Da konnte Alex also auf jeden Fall noch ein bisschen Einfluss nehmen. Meiner Meinung nach ist es feige zu gehen. Wenn man nur dem Problem davonläuft im Leben, dann wird man nicht daran wachsen, dann wird man nicht stärker, dann wird man nicht reifen dadurch. Ich habe mich nicht unterbuttern lassen von dem Pisser. Und seine Tochter wird sich für ihn schämen. Und er hat hier nochmal das Unaussprechliche gesagt. Er hat nochmal gesagt, dass die Tochter sich schämen wird. Und viele von euch haben ihm sogar recht gegeben. Man muss natürlich abwarten. Ich meine, ja, ne, man muss das nicht unbedingt sagen, aber der Alex muss auch ein bisschen Frust abbauen. Bei Gott, seine Tochter wird sich für ihn schämen. Man muss es dann eigentlich als Motivation sehen und erst recht diese rausschicken. Und dann kommt es wirklich zum großen Showdown. Maurice, Serkan und Alex werden mit ihren Partnerinnen gleichzeitig das Spiel spielen. Und die große Frage ist natürlich, wer von denen wird gewinnen? Weil Alex wirklich die erste Person ist, die ich hier raushandel, die ich hochkant kicken will. Und mit all diesem Elan gehe ich in das Fuck-Spiel. Je mehr Hate, Provokation und negative Energie ich verspüre, umso mehr blühe ich dann auf und dann gebe ich Gas. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, es war sehr unterhaltsam, denn Serkan und auch Alex haben relativ ruhig gearbeitet. Der Maurice, der ist natürlich wieder komplett ausgerastet bei dem Spiel. Das Allerschwierigste, gerade bei unserem Trio, war es, glaube ich, die Ruhe zu bewahren. Drück dagegen! Drück alles, was du hast. Drück, was du hast. Das ist ein einfaches Spiel, Mann. Komm. Und ich sag euch, das ging auf jeden Fall die ganze Zeit so. Der Maurice hat die Ricarda die ganze Zeit kaputt geschrien, aber gewinnen konnte ein anderes Team. Lass so, halt so, ist egal. Halt so. Und drück mich. Und nur noch durchhalten.
wir schaffen das. Sie haben die Uhr umgedreht und dann mussten sie das Ganze noch für 30 Sekunden halten. Und ihr könnt dann auch sehen, im Hintergrund sind halt die anderen beiden Teams, die sehen das quasi, dass die beiden gerade am Gewinnen sind. Und sie konnten halten. Ja! 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 Und ich sage euch so, wie es ist, ich habe mich für Alex und Vanessa auch einfach ein bisschen gefreut. Vor allen Dingen habe ich mich aber auch gefreut, dass Maurice verloren hat. Für mich ist eine Genugtuung, dieses Spiel zu gewinnen, weil damit sprechen bei uns Taten und nicht nur leere Worte wie bei dem beiden. Der Maurice ist dann auch noch komplett ausgerastet. Der hat da diese Uhr weggeschossen oder weggeworfen. Ich weiß es gar nicht genau. Er war also ein richtig schlechter Verlierer. Im Haus haben sich dann aber übrigens die Justina und der Arben wieder ein bisschen angenähert. Und es gab dann noch so ein kleines Machtspiel, was ich auch sehr lustig fand. Aber sie konnten sich dann wieder zusammenraufen. Ja, nimmst du mich in den Arm oder nicht? Das heißt bitte. Kannst du mich bitte in den Arm nehmen? Mich in den Arm jetzt. Das heißt, kannst du mich bitte in den Arm nehmen? Hm? Ja, bitte. Wir kommen schon nicht miteinander, aber ohne einander können wir schon mal gar nicht. Jetzt haben wir uns verliebt. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage. Pia und Zico haben gewonnen und Alex und Vanessa haben gewonnen. Aber nur einer von beiden kann sich sichern. Und die Verkündung, wer das sein wird, die hören wir jetzt. Pia und Zico, Vanessa und Alex, ihr habt am schnellsten eure Klötze erfolgreich gestapelt. Dabei war ein Paar 29 Sekunden schneller als das andere. Gewonnen haben Vanessa und Alex. Herzlichen Glückwunsch. Ja! Ja! Und während sich der eine dann freut, weil Alex sich sichern konnte, ist der andere zu Tode betrübt. Das ist natürlich der Maurice. Mann, ich weiß ja so einfach, ey. So einfaches Spiel. Und das ist ja immer so, ne? Immer wenn Maurice verliert, ist irgendjemand anderes schuld. Diesmal sagt er die ganze Zeit, dass das Spiel ja so einfach war, aber Ricarda, die war halt einfach zu schlecht. Und die Pia und der Zico, die konnten sich dann ja nicht sichern, obwohl sie gewonnen haben. Und das hat die Pia auch richtig, richtig runtergezogen. Es ist einfach demotivierend. Ich bin verärgert, dass wir jetzt nicht gewonnen haben. Wirklich Enttäuschung pur. Aber die Enttäuschung war natürlich auch bei Maurice groß. Und so wie ich euch das gerade schon erzählt habe, er hat alles auf Ricarda geschoben. Das Spiel ist echt auf deiner Kappe, Schatz. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, bla bla bla. Der Junge, red mit der Taube da oben oder so. Und dann macht Maurice etwas, was ich wirklich nicht so schön finde, weil es einfach auch komplett unnötig ist. Ich meine, ist jetzt auch kein riesengroßes Ding, aber fand ich einfach ein bisschen unpassend. Naja. Ich schwöre bei dem Leben meiner Mama, ehrlich, heute war das Spiel sowas von machbar. Und es geht hier um was. Der Maurice steigert sich wieder so richtig unnötig da rein. Und natürlich, er hat schon so oft in Spielen verkackt. Und jetzt in so einem Spiel, wo keiner richtig Schuld hat, was halt einfach schwierig ist anscheinend, weil es haben alle ihre Probleme gehabt. Jetzt scheint er wieder alles auf Ricarda schieben zu wollen. Ich glaube nicht, dass sie es richtig begriffen hat, um was es hier geht. Guck doch mal an, wie sie sich in der Villa verhält. Immer mit allen gut sein. Und anstatt dann einfach nur sauer zu sein, fängt er auch noch an, ihr Verhalten zu kritisieren, nur weil sie nicht so ein Unsympath ist wie er selber. Aber das Gute ist, das habe nicht nur ich gesehen, das haben auch die anderen bemerkt. Das ist immer das gleiche Schema. Er gewinnt nichts und ist jedes Mal dann am Heulen und sucht nach anderen Gründen. Und Ausreden. Bei jedem aber, ne? Bei jedem. Es gibt aber noch ein Spiel, das heißt, ein Team kann sich immer noch sichern. Und Alex, der möchte am allerliebsten, dass es nicht Serkan ist, denn er glaubt, dass Serkan der ist, der am ehesten rausgewählt werden muss. Nicht Maurice. Am liebsten sogar Serkan nicht, weil Serkan der Kopf der neuen Bande ist. Ja. Und wenn der Kopf rollt, dann wird die Bande und die Gruppe auch zerbrechen. Ah, shit, jetzt hab ich geklärt. Und Maurice stellt für uns persönlich keine Gefahr dar. Das ist nur heiße Luft, der kann nur quatschen und ein bisschen rumbrüllen, mehr kann er nicht.
Finde ich auf jeden Fall gewagt, dass man den so hinstellt, als wenn er halt gar keine Gefahr ist. Weil bei manchen Spielen ist ja auch manchmal so ein bisschen Glücksfaktor mit dabei. Auf der anderen Seite hat Maurice wirklich in keinem der Spiele wirklich eine gute Leistung vollbracht. Dementsprechend hat er vielleicht auch recht damit. Das nächste Spiel ist dann aber auch wirklich ein sehr verrücktes und ein sehr sich drehendes. Bei diesem Spiel muss sich einer von euch den Inhalt eines Regals gut einprägen. Während der andere es auf der Drehscheibe deckungsgleich einräumen muss. Und dieses Spiel war wirklich ein bisschen anstrengend, weil die Frauen haben sich dann immer versucht, die Sachen zu merken und sie haben es nicht wirklich gut geschafft. Und dann war auch noch wichtig, dass die Frauen so einen Knopf drücken, damit die Plattform langsamer sich dreht, weil wenn sie diesen Knopf loslassen, dann können sie zwar gucken, wie die Gegenstände aufgebaut sind, dann dreht sich das Rad aber so schnell, dass immer alles aus dem Regal rausgefallen ist. Stemm das da richtig rein, weil das fällt raus sonst, Schatz. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen schwer hier. Ja? Ja. Ich lass wieder los. Alter, was ein Dreckspiel. Das Spiel war am Ende dann so schwierig, dass es tatsächlich kein einziges Team geschafft hat. Boah. Dieser Scheißschirm, ich fick diesen Schirm. Fuck, Alter. Es war auf jeden Fall ein wirklich schwieriges Spiel, auch wenn man sich vielleicht die Sachen ein bisschen besser hätte merken können, aber es hat halt niemand so richtig hinbekommen. Dementsprechend ist natürlich sehr gespannt, wer sich jetzt sichern konnte. Bevor wir zum Ergebnis kommen, hat sich dann der Maurice und die Ricarda aber noch so richtig in eine Wolle bekommen. Das ist wie so ein Kloß im Hals. Ja, der läuft mit so einer Fresse runter. Alles ist scheiße. Scheiße. Ja, dann können wir jetzt auch nach Hause fahren. Oh, fuck, Alter. Er grenzt sich selber von allem komplett aus. Das zieht mich runter. Zwischen den beiden läuft es wirklich gar nicht gut. Und dann hat der Maurice auch noch gesehen, dass die Ricarda sich wieder zu den anderen Leuten hingesetzt hat. Und das geht für ihn ja überhaupt gar nicht. Die soll sich alleine hinsetzen und die soll nicht mit den anderen reden. Das gibt es doch nicht. Schatz, komm mit. Ich komm gleich wieder. Wir haben gesagt gehabt, du redest mit der nicht mehr. Verbring aber auch mal ein bisschen mehr Zeit mit mir. Ja, aber du bist nur bei immer, den anderen. Nein, du bist immer. Schrei nicht so. Es ist wirklich absolut wahnsinnig. Und das Ding ist, man denkt jetzt vielleicht, okay, das ist halt auch wegen der Drucksituation so. Aber die gleichen Probleme haben sie wohl auch zu Hause im normalen Leben. Und ich sag euch ganz ehrlich, das Problem ist nicht Ricarda. Hier spiegeln sich halt Sachen wieder, die im Privatleben schon ein Problem waren. Ja. Die Beziehung halt belastet haben. Mhm. Und das ist halt, ne, dass andere immer wichtiger sind als der eigene Freund. Und ich bin kein Psychoanalyst. Ich möchte jetzt hier auch keine Dinge in den Raum stellen, aber das hört sich alles schon wirklich sehr, sehr kurios an. Und ja, keine Ahnung. Ich meine, in was für einer Welt leben die? Wenn noch einer deinen Mann beleidigt, wo ist die Löwin hinter mir, die ich bändigen muss? Mein Gott, ja. Lächerlich, ja. Und ich kann das nur immer wieder wiederholen. Auf der einen Seite finde ich, dass Maurice grundsätzlich mit Dingen nicht immer unbedingt Unrecht hat. Ich weiß, dass einige in den Kommentaren immer schreiben, dass der so ein böses Bild von einer Beziehung oder von einer Frau hat. Das finde ich gar nicht. Ich glaube, in einer funktionierenden Beziehung muss die Frau auch mal für den Mann da sein, aber genauso halt auch andersrum. Und wenn die sich so verhalten wie in ihrer normalen Beziehung draußen, dann glaube ich einfach, dass der Maurice nicht versteht, dass er auch etwas geben muss. Und wenn ein Mann die ganze Zeit nur nimmt und nichts gibt, dann braucht er sich auch nicht wundern, wenn die Frau sich irgendwann von ihm abwendet. Schatz, ganz ehrlich. Ja, wenn, dann trenne ich doch jetzt hier. Nee, will ich ja nicht. Wenn, dann pack mal die Koffer und dann. Ja, dann trenn du dich doch. Ja. Wenn er darauf hinausläuft, dann ist es so. Aber ihr merkt auf jeden Fall, zwischen den beiden ist schon richtige Eiszeit und nach dem ganzen Sommerhaus haben die beiden sich dann ja auch wirklich getrennt. Ich sag euch ganz ehrlich, ist vielleicht auch besser so, gerade für Ricarda. Aber gucken wir jetzt mal, welches Team sich sichern konnte. Leider hat es kein Paar geschafft, alle Gegenstände in der vorgegebenen Zeit deckungsgleich in das Regal einzuräumen. Die meisten Gegenstände wurden richtig positioniert von Samira und Serkan. Ja! Oh,
Man konnte es nicht hundertprozentig nachvollziehen, ob das wirklich stimmt, aber ich glaube, die beiden sahen schon am besten aus bei dem Minispiel, muss man auf jeden Fall sagen. Und auch wenn es ein bisschen nervig ist, dass er sich sichern konnte, am Ende des Tages ist es in Ordnung. Und natürlich hat man auch direkt einen Plan, wer dann rausfliegen soll. Aber ich denke, dass es endlich Maurice mal geht. Mal auf, wie viele Stimmen soll er noch kriegen? Wie viele Chancen mit Exit soll er noch kriegen? Ja, ja. Der soll nicht mal raus, Alter. Bevor wir aber zur Nominierung kommen und gucken, ob Maurice wirklich rausfliegt, haben wir nochmal die ganz große Frage. Maurice und Ricarda, trennt ihr euch jetzt? Möchtest du dich trennen? Möchtest du das? Sollen wir gehen? Sollen wir sagen, es ist vorbei? Und dann trennen wir uns. Ich weiß nicht, ob wir das bereuen, wenn wir die Koffer packen. Keine Ahnung, warum wir keinen Nenner finden, weiß ich auch nicht. Aber wie erwähnt, trennen tun sie sich dann erst nach dem Sommerhaus. Dann fängt die Nominierung an und diese komische Frau da von Princess Charming ist dann an der Reihe. Und ich weiß nicht, ob man der zu hart auf den Hinterkopf gehauen hat, aber was die da schon wieder redet, die ist auch wirklich komplett lost, diese Frau, oder? Ich finde das, was bei der letzten Nominierung passiert ist, überhaupt nicht okay. Und ich verstehe nicht, warum man solche Leute überhaupt unterstützt. Und deswegen habe ich mich für Pia und Siko entschieden. Und das wird euch noch zum Verhängnis werden, wenn das hier ausgestrahlt wird. Dem Einzigen, dem hier irgendwas zum Verhängnis wird, ist für sie selber, weil jeder sieht, wie trottelig sie ist. Also, die hat jetzt also Pia und Siko nominiert, weil die immer noch mit Alex und Vanessa sich abgeben. Weil Alex und Vanessa haben ja ganz schlimme Dinge gemacht. Das Blöde ist nur, dass das komischerweise fast alle draußen anders sehen. Aber lassen wir das. Ich glaube, diese Frau hat sich auf jeden Fall schon mal genug selbst blamiert. Alles gut, Schatz. Die soll sich schämen. Die soll sich einfach nur schämen. Aber auch Maurice ist in eine ähnliche Kerbe reingegangen, denn auch für ihn ist die Kontaktschuld jetzt das größte Problem. Vor allen Dingen sagt das Maurice, der sich dann voll gut mit Valentina versteht. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, was ihr drei, also ihr drei Paare auch für ein Heuchlerclub seid, dass ihr mit so einem Menschen noch überhaupt ein Wort wechselt. Verstehe ich nicht. Aber die Nominierung war dann auch vorbei und es haben sich am Ende drei Leute für Pia und Siko entschieden und drei Leute für Maurice und Ricarda. Und dementsprechend haben wir ein Stechen. Es gibt diesmal aber keine Exit-Challenge. Alex und Serkan, ihr habt die letzten beiden Spiele gewonnen. Geht jetzt sofort ins Interview. Spielsieger-Schiedsspruch im Sommerhaus. Welche Nominierten fliegen heute raus? Ja, und ihr habt richtig gehört, die beiden müssen sich jetzt besprechen und müssen zusammen entscheiden, wer rausfliegt. Und ich finde, es hätte gute Argumente gegeben, dass man auch wirklich Maurice wählt, weil der wäre ja eigentlich schon bei der letzten Nominierung rausgeflogen. Aber der Alex hat sich ein bisschen von Serkan einsacken lassen und hat dann relativ schnell auch zugestimmt. Du mit Siko und Pia im Finale stehen möchtest, die einen Zusammenhalt haben, die vielleicht sich besser ergänzen als ein Maurice und Ricarda. Pia und Siko könnten uns beiden gefährlich werden für später dann. Das stimmt. Und seien wir mal ganz ehrlich, man ist jetzt auch schon kurz vor dem Finale, dementsprechend. Ja, ich weiß nicht. Ich kann das halt nicht so richtig abschätzen, ob es das wirklich gibt, diese größere Konkurrenz, weil die Spiele sind am Ende ja schon auch eher glücksabhängig oft und nicht so richtig extrem leistungsbezogen. Ja, aber auf jeden Fall hat der Alex dann einfach zugestimmt, was ich echt ein bisschen schade finde, weil jetzt ist diese Serkan-Gruppe auch in der Überzahl und ja, die könnten jetzt beim nächsten Mal auch relativ einfach einen rauswählen. Aber am Ende des Tages, ja, muss ich dir recht geben. Du hast recht und Pia und Siko sind stärker. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr diese Entscheidung findet und ob ihr findet, dass der Alex da noch ein bisschen mehr hätte kämpfen müssen, um endlich Maurice rauszuwerfen. Rein taktisch gesehen finde ich das einfach, will ich nicht gegen euch antreten. Meine Argumente waren einfach zu schwach, sind rein emotional gewesen. Leider Gottes. Und es tut mir unfassbar leid.
Wie gesagt, es hätte für beide Argumente gegeben. Ich finde es auch ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, wie sollen die sich eigentlich am Ende wirklich einigen, wenn beide auf ihrem Standpunkt beharren? Ich fand das alles ein bisschen komisch. Mach doch einfach eine Exit-Challenge. Aber die beiden haben entschieden und Pia und Siko müssen ausziehen. Die sind aber auch richtig sauer darüber. Alex' Argumentation, dass er nur emotionale Gründe für seine Entscheidung hat, das ist Bullshit. Ich konnte keine Argumente bringen. Ist nun mal so, ist halt eine Entscheidung. Das ist eine Entschuldigung. Das ist einfach ein vorgeschobener Grund und irgendein Schwachsinn. Gerade Pia war wirklich auf 180, die war richtig genervt von allem und die hatte am Ende auch nur einen Wunsch, die will jetzt sofort ausziehen, zur Not läuft die auch nach Hause. Siko, ich möchte aber jetzt gleich abreisen, ernsthaft. Ja, wir müssen das mal klären, Schatz. Nee, ich muss hier nichts klären, ich fahre jetzt nach Hause. Ernsthaft, und wenn ich meinen Koffer bis nach Hause ziehe, ist mir scheißegal. Ich würde gerne heute nach Hause. Ich pack schon mal meinen Koffer. Ich zahle das Taxi auch von mir aus selber, aber ich will gerne heute nach Hause. Die Pia ist aber, wenn ich das richtig sehe, doch nicht abgereist an dem Abend. Und das lag unter anderem daran, dass sie noch eine Forderung hatte. Und diese Forderung, die hat RTL dann wahrgemacht. Oder bring mir einen Kasten Sekt. Mein Gott, wird das morgen schön. Jetzt sind es nur noch 5. Schatz, es sind eigentlich nur noch 4 Paare, die wir aus dem Weg schaffen müssen. Ja, und damit sind Pia und Siko raus und Serkan und Maurice, die freuen sich natürlich besonders. Serkan, mein Freund. Was bist du denn für einer eigentlich? Hast du gesehen? Überraschungskiste ausgepackt. Es ist wirklich unfassbar, wie wenig ich das dem Maurice gönne, aber am Ende des Tages. Es ist, wie es ist, auch wenn die Pia immer noch echt ein bisschen traurig über das Ganze ist. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen wehgetan. Am Ende stehen wir da und genau diese Menschen, in denen du unter anderem das Gute gesehen hast, sie haben dich trocken in den Arsch. Und auf ganz trocken gesagt, das war die heutige Folge. Liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es mich auf jeden Fall wissen und schreibt mir die Kommentare voll, was ihr zu dem Ganzen sagt, was in dieser Folge passiert ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von euch zu lesen. Aber wir gucken natürlich auch noch, was beim nächsten Mal passiert. Und da ist unter anderem natürlich auch wieder ganz, ganz wichtig, ein Spiel, bei dem man sich sichern kann. Weiter, weiter! Ja, komm schon! Bei uns gibt es jetzt nur gewinnen oder verlieren. Oh, nicht weinen! Was entscheidet dieses Game? Ja. Es bleibt also auf jeden Fall spannend, ob die beiden es noch ins Finale schaffen können. Denn es gibt natürlich auch in der nächsten Folge, was übrigens die vorletzte Folge sein wird, die letzte Nominierung. Letzte Nominierung. Liebe Stars, ihr habt entschieden. Da sind es nur noch 5. Und damit, meine lieben Freunde, sind wir durch für heute. Es bleibt auf jeden Fall spannend, also schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Wie gesagt, nächste Woche gibt es nochmal 2 Sommerhaus-Folgen und dann ist das unter anderem dann das Finale, die übernächste Folge. Es bleibt also spannend, alles entscheidet sich nächste Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, bis dann, tschüss!